Damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier im PC Building Simulator. Heute kommt ein Video, was etwas früh dran ist. Das sollte eigentlich viel, viel später kommen, aber aus gegebenem Anlass kommt das eben jetzt schon. Wir haben heute das Thema Budget Build, also sprich, du hast einen gewissen Betrag nur, den du für den PC ausgeben kannst. In unserem Fall sind das für den PC selber 700 Euro plus nochmal 100 Euro für Technik drumherum. Also insgesamt ein Budget von 800. In dieses Budget von 800 muss der komplette PC rein, Maus, Tastatur, Mikrofon und so weiter und so fort. So Standardsachen. Und da kümmern wir uns heute drum. Da zeige ich euch mal ein Bild, an dem wir lange rumgetüftelt haben. Und den wir jetzt in näherer Zukunft auch bauen werden. Da wird es auf diesem Kanal auch ein Video zu geben, wenn wir den dann bauen. Ich hoffe, ihr seid hyped. Ich bin's auf jeden Fall darauf. Fangen wir erstmal an. Beim Gehäuse, wie immer. Und das Gehäuse ist ein Antec-Gehäuse. Und zwar das Antec NX100 in Schwarz mit einem Acrylfenster. Kostet 41 Euro. Das gibt es allerdings hier im Spiel nicht. Das DF500 sieht etwas ähnlich, obwohl er das... Ja, das P8 sieht schon eher relativ ähnlich zu diesem Gehäuse. Also so grob sieht das Gehäuse auch aus. Was wir dann eben verwenden werden. Bloß ein bisschen kleiner. Und ja. Dann kommt da Massenspeicher rein. Also wir werden zwei Speichermodule verwenden. Einmal eine HDD. Für, ja, so als Massengrab, sag ich mal, wenn der gute Kollege möchte auch streamen und vielleicht auch Highlights-Videos daraus schneiden, da brauchst du halt eben auch ein Speichermedium, was Menge oder viel Platz hat. Deswegen gehen wir mit einer 35 Euro HDD-Festplatte mit einem Terabyte. Einfach bloß für die Videodateien, für die Spiele und so weiter und so fort. Einfach bloß, dass das sicher ist. Dann sind wir bei 70 Euro im Moment. Warte mal, ich nehme Taschenrechner, dann kann ich es einfach immer mal mitrechnen. So, jetzt geht's weiter. Wir sind aktuell bei 77 Euro damit. Und dann geht's zum wichtigen, zur Hauptplatine, zum Mainboard. Bleibt eigentlich bloß eins, was man, wo man mitgehen kann. Und zwar einer Mini-ITX-Plattform. Einfach wegen am Preis. Mini-ITX-Plattformen sind kleine. Allerdings, die sind billiger und für den Zweck, den wir es brauchen, reicht ein Mini-ITX-Board sowieso. Sieht zwar in dem Gehäuse ein bisschen blöd aus, ja, aber da ist das Thema Airflow dann wieder eine Rolle. Deswegen gehen wir hier mit einem AS-ROG A320, okay, das kennt er hier auch nicht, auch gut. Also, wir würden in dem Bild mit einem AS-ROG A320NM DVS R4.0 gehen. Hat am AM4-Sockel, also sprich, Mensch, AMD. Deswegen. Ja, nehmen wir einfach das hier Chest auf. Ja. Sieht man, was ich meine, denke ich. Obwohl, warte mal. Soll ich gleich Blödsinn installieren? Das ist kein Mini-ITX, sondern... Ja gut, ich bin jetzt absolut lost gerade. Ich finde es nicht, was es eigentlich ist. Wir nehmen einfach mal ein Full-Size-Board jetzt erstmal. Anyways, das ist jedenfalls das A320M, was bei unserem Bild da reinkommt, kostet 27 Euro glatt. Das heißt, wir sind aktuell bei 104 Euro so. Dann geht's weiter mit dem Speichermedium, denn es kommt auch noch eine M.2 SSD rein. Und zwar kommt dort die Patriot Viper, P300. Ja, okay, kennt er hier nicht. Jedenfalls eine Patriot P300 mit 256 GB kommt da rein. Eben für Windows, also das Betriebssystem, dass das einfach schneller lädt mit einer HDD und so weiter und so fort. Einfach, dass man halt so die Programme, die schnell laden müssen, auch Speicher für hat und als Massenspeicher eben die Festplatte mit einem Terabyte. So sieht es bei mir ungefähr auch aus. Ich habe eine 1 Terabyte Festplatte drin und ich glaube eine M.2 SSD mit mehr, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe den nicht selber gebaut damals.
Jedenfalls kostet dieser Speicher 30,98 Euro. Das heißt, wir sind aktuell bei 135 Euro bei unserem Bild. Und dann kommen wir auch schon zum Herzstück unseres PCs. Und zwar der CPU. Ist ja kein Geheimnis mehr. Da kommt ein AMD rein. Und zwar ein AMD Ryzen 3 4100. Okay. Gibt es hier auch wieder nicht? Oder ich bin wieder falsch. Bauweise AMD Ryzen 3 4000. Okay, gibt es hier nicht. Jedenfalls, da kommt bei uns ein AMD Ryzen 3 4100 rein mit 4 Kerne, 8 Threads. Bedeutet 3,8 GHz bzw. 4 GHz im Boost-Takt. Was auch heißt, ein Boxkühler ist schon dabei. Das heißt, wir brauchen keinen extra CPU-Lüfter, denn da ist schon einer dabei. Zumindest steht es hier so. Ich hoffe, dass das dann auch so der Fall ist. Da. Die CPU ist bei 100. Oh shit, jetzt habe ich alles gelöscht wieder. Bei 102 Euro liegt der im Moment. Sprich, wir hatten 135 oder sowas. Plus die 102 für die CPU. Sind dann schon mal 372 Euro, wo wir im Moment sind. Dann geht's weiter mit dem RAM. Hier kommen tatsächlich 4 Slots rein. Da haben wir uns nicht lumpen lassen. Da haben wir etwas mehr Geld in die Hand genommen. Da kommt nämlich dann G-Skill Aegis rein. Na, kennt ihr ja wieder nicht. Das sind 4x4 GB mit 2400 Megahertz. Sprich, wir brauchen 2500 Megahertz und 4 GB hier. Ja, der sieht gut aus. Passt da gut dazu. Kommt dann rein und dieses RAM-Kit kostet 62 Euro. Klar, man könnte auch mit weniger gehen, aber moderne AAA-Titel, die brauchen halt schon mehr als 16 GB, oder da sind 8 GB dann schon etwas schwierig, deswegen sind wir mit 16 GB gegangen, sind dann aktuell bei 434 Euro. Und dann kommen wir zur wohl wichtigsten Komponente. Anfangs war der Build mit einer APU gedacht, allerdings mittlerweile sind die Preise relativ billig geworden. Deswegen können wir, das haben wir umgeswitcht auf den Ryzen 4000, 3 4100 und einer EVGA GeForce GTX 16, ups, 1660. Super. Ultra Gaming mit 6 GB, genau, das ist die Karte. Kostet im Moment 349 Euro. Das sind aktuell also 783 Euro und wir haben die teuersten Komponenten eben schon verbaut. Und wir haben noch ein bisschen was übrig, was auch gut verwendet wird. Und ich glaube, ich habe irgendwo einen Rechenfehler drin. Weil, insgesamt kostet das Bild 785, das kann nicht so ganz hinhauen. Moment. So, Fehler gefunden. Wir sind aktuell bei 605 Euro mit der Grafikkarte, so wie es jetzt hier ist. Eine Tastatur braucht er natürlich eben auch noch dazu. Da gehen wir mit einer 10-Euro-Tastatur, die gut aussieht. Und zwar ist das die Manhattan Gaming-Tastatur. Kostet 10 Euro, sieht gut aus, klingt nicht schlecht, kostet plus 10 Euro. Also perfekte Tastatur für so ein Budget-Build, würde ich jetzt mal behaupten. Dann geht es weiter auch mit Gehäuselüftern. 2 Stück kommen da rein und zwar kommen die ebenfalls von Antec. Und zwar sind das die Antec Prism RGB. Kommt einer hier hin. Einer hier hin. Ist das Sinnvollste so vom Airflow her? Prozessorkühlung gut. Tun wir jetzt einfach ein random
mit drauf, weil wir haben ja eigentlich einen Boxkühler dabei, deswegen brauchen wir keinen extra, kommt jetzt einfach mit drauf. Wie gesagt, der wäre eigentlich nicht mit eingegriffen. Sind pro Lüfter 13 Euro, das heißt, das sind 26, das heißt, wir sind aktuell bei 641 Euro. Dann halt kommt der nochmal ab. Ich habe vergessen, Wärmeleittaste muss ich auch noch drauf. So, Wärmeleittaste ist natürlich, braucht man eben auch, sind nochmal 7 Euro. Sind dann also aktuell bei 648. Ich nehme jetzt einfach einen kleineren. Ja, wird passen. Optik ist ihm natürlich auch etwas wichtiger, deswegen gibt es auch noch ein RGB-Band dazu, LED-Stripe, wie auch immer, 36 cm, wo der dann durchs Gehäuse führt. Das sehen wir, wenn es soweit ist, dann. Dieser Streifen liegt ebenfalls bei 10 Euro, sind damit 658 Euro. Das Gehäuse muss ich noch mit einberechnen, sind nochmal 41 Euro. Das heißt, wir sind aktuell bei 699 Euro und haben nur noch, oder nur noch, wir haben noch zwei Komponenten, die wir dazu müssen. Einmal ein Netzteil, und zwar kommt da ein Be Quiet System Power 9 400 Watt Netzteil rein. Ja, es reicht überall hin bei dem Bild, denn man hat eine ungefähre Watt Benötigungsdingensens von 250, 400 Watt reichen also überall hin. Be Quiet ist jetzt eine Marke, wo man weiß, dass die keine China-Böller bauen, auch wenn das jetzt keine Bronze und, oder Gold 80 plus Zertifizierung hat, ist es ein Netzteil, was etwas nicht hochgehen wird. Kostet 39 Euro. Ups. Nicht jetzt 400. Ja, genau. Gibt's eins. Be Quiet gibt's hier halt nicht mehr. Deswegen. So eins rein. Genau, 738 haben wir im Moment. Und er braucht auch noch ein Mikrofon sowie eine Maus. Das sieht dann folgendermaßen noch aus. Das Mikrofon, was dabei ist, ist ein Stammtischmikrofon. Und zwar ist das das Fifine Ampli Game. Ist ein Stammtischmikrofon, sieht brutal nice aus, klingt brutal gut, kostet 43 Euro. Gibt es nichts zu meckern an diesem Gehäuse, an diesem Mikrofon. Für Einsteiger ist das alles, was man braucht, sage ich mal, an Mikrofonqualität erstmal. Klar, das Einzige, was da drin dann leuchtet, sind die Lüfter und dieser RGB-Stripe. Aber damit ist er zufrieden. Und ja, eins kommt noch dazu, und zwar ist das die Maus. Und die habe ich schon hier. Denn die habe ich gesagt, komm, die gönne ich dir. Kriegt er von mir geschenkt hier, diese Maus, ist das im Test, gibt jetzt immer wieder ein paar Reviews dazu, zu den verschiedensten Spielen. Am Mittwoch zum Beispiel kommt ein Valorant-Video dazu, wo ich diese Maus auch verwende, und dann machen wir ein kleines Review. Kurz bevor ich die Maus abgeben werde oder ihm schenken werde, gibt es dazu dann natürlich auch ein, na, ein komplettes Review-Video. Was aber in dem Bild noch fehlt, ist Windows 10, kriegt der Bild natürlich, kommt noch oben drauf, und dann sind wir bei genau 800 Euro, was dieser Bild benötigt. Dann gibt es natürlich, sagen, 785 Euro haben die Komponenten an für sich, plus Windows, bist du dann eben nochmal 15 Euro zusätzlich los, wenn du den richtigen Hersteller richtig findest. So, da haben wir es. 4 Kerne, 8 Threads hat die CPU, nicht die Leistungsstärkste, wie wir sehen. Temperaturen 50 Grad im Volllast, unter Volllast, das passt. Die werden ein bisschen höher sein. Ist gut. Die werden ein bisschen höher sein bei unserem fertigen Bild, ganz einfach wegen dem Boxkühler. Der ist einfach nicht so leistungsstark wie den ich jetzt hier in dem Bild eingebaut habe. Ihr seht, 125 Watt. Wenn er irgendwann mal aufrüsten will, reicht das 400 Watt Netzteil in erster Linie locker. 150 Watt, 160 Watt, wo es jetzt in die Richtung geht. 180, 190, ist alles immer noch kein Problem. Also ja.
Ansonsten mit der 1660 Super kannst du eigentlich alles spielen, was du willst. Ich meine, ich habe eine 1050 Ti, ich spiele damit Fortnite, ich spiele damit Valorant, ich spiele damit F1. Also wir haben keine grafischen Probleme. Auch AAA-Spiele gehen da locker. Also Fortnite, ich spiele mit meinen Settings, ich spiele nicht auf High-End-Settings. Das brauche ich aber bei Fortnite nicht. Mir ist wichtig, dass ich eine gute Betrachtungsdistanz habe und der Rest ist mir scheißegal. Schatten brauche ich nicht. Ich habe damit, je nachdem, wo ich halt gerade bin, ob ich in der Wüste bin oder in der Hauptstadt bin, habe ich dann halt zwischen 150 und 200 FPS in dem Spiel noch. Valorant ist ein bisschen kritisch, Grafik-Settings relativ weit unten, allerdings komme ich da auch gerade so auf 100, wenn ich hier, wie heißt dieser eine Charakter mit den Sternen, ich weiß nicht, wie der heißt, so, da leckt es ordentlich, keine Ahnung warum. Es ist nur bei diesem einen Charakter und nur wenn ich seine Fähigkeiten verwende. Wie auch immer. Anyways, der hier ist durch. Wir haben einen Score von 5728. Die CPU ist natürlich ein bisschen schlechter als die, die bei uns dann reinkommt. Deswegen werden die Temperaturen dann noch höher sein. Und ansonsten, ja, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und ciao, ciao.